Dieser Hacker wurde bereits zu 100 Blöcken Obsidian in unserem Gefängnis verurteilt. Wie ihr seht, hatte er keine Lust, diese abzubauen und hat das Ganze mit einem Hack-Client-Bot gemacht. Ich habe mir mal seinen Strafenverlauf angeguckt und der war echt nicht kurz. Der hat schon alles gemacht. Ich habe ihn gesucht und er war sogar jetzt gerade immer noch im Knast mit einem anderen Account. Also ein Dauerknastbesucher. Hat er gerade immer noch einen Bot? Er hat anscheinend nicht draus gelernt. Aha, da müssen wir aber hart durchgreifen. Ich habe seine EC mal am Spawn verteilt und die Community durfte sein Grundstück griefen. Ein Tag als Admin, morgen geht's weiter.